Genossen und Genossen, verehrte Gäste, auch der Ältestenrat hat einen schriftlichen Bericht vorgelegt und was wir im Mündlichen zu berichten haben, soll vor allem aktuelle Ergänzung unserer Tätigkeit auch nach dem schriftlichen Bericht wiedergeben. Erstens, es mag an den Erlebnissen aus Kindheit und Jugend liegen, wenn die Älteren in den Reihen unserer Partei die Frage von Krieg und Frieden immer wieder so stark in den Mittelpunkt rücken. Mir scheint nach dem, was auf der sogenannten Sicherheitskonferenz in München, die im Wesen der Sache eine Kriegskonferenz war, es an der Zeit ist, damit aufzuhören, nur von der Zeit nach dem Kalten Krieg zu sprechen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es keine so gefährliche Bedrohung des Friedens in der Welt wie heute. Es werden heiße Kriege geführt, Konfliktherde mit offener Ansage für heiße Kriege geschaffen, Feindbilder errichtet, die Kriegsmotive schaffen sollen. Nicht nach Dialog, wo wir auch zum Beispiel den mit Russland fordern, wird gefragt. Der mir auch persönlich bekannte Dichter Jewtuschenko sagte nach der Kuba-Krise 1962 angesichts der Tatsache, dass die Völker der Sowjetunion 27 Millionen Tote zu beklagen hatte, meinst du, die Russen wollen Krieg? Es werden Militär- und Rüstungskosten aufgebracht und geplant, die größer sind als Kriege zuvor. Dafür nur wenige Fakten. Wir streiten und erleben, wie es um diese sogenannte Georg Fuchs steht. Da wird geredet von den Kosten, die von 10 nun auf 185 Millionen für den Erhalt dieses Schiffes geplant sind oder gefordert werden. Der Namensgeber selber hat mit seinen Büchern und Texten die Elemente deutscher reaktionärer Marinekritik mitgeprägt. Ich erinnere mich selber daran, wie ich im Winter 1943 zu 1944 auf einen vierwöchentlichen Marinelehrgang war und schaut euch genau an, womit begründet wird, dass dieses Schiff weiter im Dienst bleiben soll. Da steht die Losung drüber, die ich damals erlebte. Seeleute sind Edelsteine, die müssen geschliffen werden. Und genau das ist die Ausbildung auf diesem Schiff. Selbst wenn es Todesunglücke gibt, wird nicht einmal ein Signal gegeben. Die deutsche, ich möchte sagen, die Kriegseinsatzförderungsministerin von der Leyen hält in München alles offen, auch Atomwaffen in einer weiter wachsenden Mehrheit, denn es stehen ja noch immer welche auf deutschem Boden, gehören dann dazu. Ein anderer Fakt, beim Krieg in Afghanistan sind, so lautet die Statistik, ca. 60% ostdeutscher Soldaten in der Truppe. Vielleicht glaubt man aus mehr Bereitschaft oder ist es nicht die höchste Belohnung? Am Hindukusch wird nicht, wie einst der SPD-Politiker sagte, Deutschland verteidigt, dort wird gestorben. Das hat nichts mit meinen Worten Deutschland, einig Vaterland, am 1. Februar 90 zum Drei-Stufen-Plan eines vereinten Deutschlands zu tun. Dieser Plan sollte Frieden und keine heißen Kriege bringen. Applaus
Und bei allen Diskussionen, die wir im Moment über Worte und ihre Auslegung führen, sollten wir eines nicht übersehen. Die militärischen Führungsstäbe, ob der NATO, der EU oder der Staaten, der sie angehören, führen und planen Kriegseinsätze. Die Fünfergruppe mit Gregor bleibt da hinter unserem Wahlprogramm in ihren Beschreibungen und Aussagen ein ganzes Stück zurück. Wir sollten lauter und klarer sagen, wir, die Linke, will Schluss mit Krieg, wir fordern Abrüstung und Aufstehen kann auch noch dabei sein. Und zweitens, auf Initiative von Kuba Si und dem Ältestenrat hat der Parteivorstand die Durchführung einer zweiten Kuba-Konferenz beschlossen, wo auch Freunde aus Kuba teilnahmen. Eine Delegation war auf Einladung der Kommunistischen Partei Kubas im Februar in Havanna. Ich gehörte dieser Delegation auch an. Die Achtung und die Wertschätzung unserer Arbeitsgemeinschaft Kuba Si wird als Ausdruck einer besonderen Tiefe der politischen und fortschrittlichen, materiell-technischen und kulturellen Solidarität verstanden. Mit gemeinsamen Pilotprojekten soll sie ein Element der Hilfe zur Selbsthilfe gemeinsam mit dem Netzwerk Kuba und auch der Gruppe Karen bilden. Ein Faktor sollten wir für ganz Lateinamerika beachten. Die NATO entfacht auch hier ein gefährliches Kriegsspiel. Kolumbien nimmt hier für die imperialen Ziele der USA die Schlüsselrolle ein. USA-Kräfte besetzen Militärstützpunkte auf Inseln in der Karibik und vorgegeben wird Besorgnis über humanitäre und Menschenrechtslage. Deutschland wäre als Mitglied im Sicherheitsrat gefordert, gefährliche Zuspitzungen entgegenzutreten. Aber wo kein Maß ist, steht Deutschland mit Maß an der Seite der USA. Wenn Havanna von einem Tornado betroffen wird, ist das in deutschen Medien eine Kurzmeldung wert. Die Bilder der Zerstörung und die Leistung der Solidarität im Land werden in keiner Weise in den Medien beachtet. So verdrängt Politik den Sinn der Solidarität, wenn Raum für Konflikte imperialer Politik geschaffen werden soll. Wir sollten demzufolge vor allem viel stärker Kuba Si und weiter Solidarität mit Kuba rufen. Und ein drittes mit ein paar persönlichen Bemerkungen. Bereits in Leipzig forderte der Ältestenrat auf, sich mit einem ostdeutschen Zukunftsprogramm der Lage einer sozialen, politischen, rechtlichen Zweiheit im vereinten Deutschland mit allen dafür möglichen Kräften gemeinsam zu beraten und entschieden entgegenzustellen. Am 24. Januar hat der Ältestenrat als beratendes Organ zur Teilnahme am öffentlichen Dialog vorgeschlagen und Empfehlungen für eine ostdeutsche Zukunftskonzeption beraten, unterbreitet und veröffentlicht. Die Spitze von Partei und Fraktion erhielten unsere Anregungen.
Für die Fraktion des Bundestages nahm Genosse Hühn an der Beratung teil und wir bleiben im Kontakt. Von Seiten der Parteispitze ist der Kontakt, ich möchte es vorsichtig ausdrücken, sehr spärlich. Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat gemeinsam mit uns beraten und wir werden auch diese Schritte gemeinsam fortsetzen. Ob SPD oder CDU, es gibt Signale, die für neue Zuspitzungen in der Zweiheit sprechen. Die Grünen haben kaum ein Wort in dieser Frage übrig und wir sollten nicht nur über den Rechtsruck sprechen, sondern ihm uns auch mit großer Entschiedenheit noch stärker entgegenstellen. Als mir bewusst wurde, dass sich der reale Sozialismus in Europa im Untergang befindet und die Sowjetunion im historischen Zerfall steht, dort ging es darum, Chaos im eigenen Land zu verhindern und konfliktfrei zwischen dem Warschauer Vertrag und der NATO zu bleiben. Als ich das Wort vom Vaterland, das ich vereint gesprochen habe, ging es um die Hymne der DDR und wir wollten damit erreichen, dass ein vereintes Deutschland militärisch neutral und nicht die NATO mit ihren Truppen bis an die Grenze der Sowjetunion wandert. Noch im Jahre 1991, es war im Februar, als es um den 2+4-Vertrag im obersten Sowjet der UdSSR ging, war es nicht Gorbatschow, der eine Bitte hatte, sondern der Deutschlandversteher, mein Freund Valentin Fahlin. Er bat, dass ich nach Moskau als Bundestagsabgeordneter zur Konsultation käme. Und worin bestand die Sorge, die er hatte? Seine Forderung war für eine Erklärung des obersten Sowjets als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Wir wollen und fordern, im Vereinten Deutschland gibt es keine politische Verfolgung, gibt es keine Frage, dass Menschenrechte nicht eingehalten werden. Seine Erinnerung war, in den 1950er Jahren sind über 200.000 Verfahren wegen Antikommunismus und Verhalten zur DDR in der BRD geführt worden. Über 10.000 sind auch in Verfahren geraten. Und hier, 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR, was haben wir denn? Wir haben in der Tat eine Geteiltheit in den Menschenrechten. Verdi war die erste Gewerkschaft, die es geschafft hat, mal für Leute den Kampf zu führen, dass eine Gleichheit des Lohnes an Flugplätzen erreicht wird. Das ist das einzige Beispiel im gewerkschaftlichen Kampf bisher. Wir sollten uns also auch hier stärker und bewusster aufstellen. Die Glocke hat gerufen, die Zeit sei abgelaufen. Ich meine, es bleiben 70 Jahre, die wir zu betrachten hätten. 40 Jahre, die damit verbunden sind, dass es ein geteiltes Deutschland mit seinen unterschiedlichen politischen Kulturen und Gesellschaften, auch mit den Schritten, die es in Fragen von Menschenrecht und auf anderen Gebieten gab. Und an der Zeit ist es, sich deutlicher und entschiedener auch der Aufarbeitung, ich nehme bewusst dieses Wort, der 30 Jahre danach zuzuwenden. Und hier hat der Ältestenrat auch ein paar Bitten. Die erste Bitte geht an Gregor.
spreche als Genosse mit einer Genossin, der du etwas sagen möchtest, und komm nicht zu uns öffentlich über die Rheinpost, damit wir lesen, was da gesagt werden soll. Wir haben einen Kompromiss erreicht und saßen alle im Bundestag. Und es ist an der Zeit, dass der Kompromiss steht und nicht, dass jeder hinterher da glaubt, wo gerade Gras gewachsen ist, muss jemand kommen. Ich will nicht weiter reden. Ihr wisst, was ich meine. Die zweite Bitte. Von Klassenpolitik zu sprechen, ist richtig und berechtigt, aber Klassenpolitik auch im Wahlkampf zu führen, ist die Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Sozialismus zu sagen, fordert auch, über Sozialismus nachzudenken. Und uns scheint, wir sollten dann bei Rosa bleiben und nicht vom Bodo in den Thüringer Wald etwas rufen. Sozialismus und Barbarei gehört immer noch zu Rosa Luxemburg. Und das ist Sozialismus, um den es geht und für den wir stehen sollten. Danke für das Zuhören. Lasst uns handeln.